Wenn man dieser Tage über deutsche Politik eine Zeitung liest oder Fernsehen oder Internet was hört, dann reibt man sich verwundert die Augen, wie viel da eben auch in Deutschland jetzt von Aufrüstung, von Wehrhaftigkeit, von Sicherheitspolitik und ich weiß nicht, was die Rede ist. Und es gibt da einen Anlass und es gibt da einen Grund und das ist auch nicht dumm. Aber mehr und mehr beschäftigt mich auch die Frage für mich als Christ mit dem Evangelium, das ich gerade vorgelesen habe. Was stellt das mit uns an und wie müssen wir aufpassen, was das mit uns anstellt, wie in so vielen Gesprächen und Diskussionen und weltweit momentan sich etwas verändert. Das eine ist, dass wir, glaube ich, in der Menschheit lernen müssen, weiter vielleicht überhaupt erstmal vernünftig mit Argumenten zu reden, zu argumentieren, zu diskutieren, zu fragen, was ist das Gebotene, was sagt die Ethik und da Gründe beiliefern und nicht nur Gefühle. Was ist die Haltung, die wir dabei brauchen, um das zu tun, ist hingegen eine Frage, die letztlich immer nur die Frage an jeden Einzelnen selbst sein kann oder an eine Gemeinschaft, die versucht, zusammen so etwas zu leben wie Wertvorstellungen. Das gilt für Religionsgemeinschaften, gilt aber auch, finde ich, dass eine Schule darüber reden können darf, und wir haben ja ein Schulprogramm deswegen, zu sagen, was ist die Haltung, in der wir über solche Fragen miteinander reden? Also die Frage, wie gehen wir miteinander um? Was ist uns wichtig und auch, was trägt uns dabei? Das ist besonders wichtig in einer Zeit, wo so klar ist, meines Erachtens völlig klar ist, wo die Aggression herkommt, warum diese russische Führungsschicht unter Putin diesen Krieg angefangen hat, das ist eine andere Frage, das ist vielleicht schwerer zu verstehen, auch da kann man Gründe sehen, vor allem auch wirtschaftlicher, finanzieller Art. Aber die Gefahr ist in solchen Situationen so groß, in einem Land wie der Ukraine, aber eben auch bei uns, dass man schnell dabei ist, auf den einen zu zeigen und zu sagen, das ist der Feind, das ist der Böse, das ist der Aggressor und am Ende noch sogar jeden, der in Russland lebt und möglicherweise ja unter diesem Regime mindestens so sehr leidet, dann auch noch mit dem Finger drauf zu zeigen. Und auf der anderen Seite zu sagen, ja, die Opfer der Gewalt, das sind die Guten. Beides stimmt nicht und ist eine falsche Haltung. Richtige Haltung würde zunächst einmal versuchen, statt mit dem Finger auf einen Aggressor zu zeigen, mit dem Finger auf die Aggression zu zeigen. Uns steht nicht das letzte Gericht über einen Menschen zu. Noch nicht einmal über einen Adolf Hitler. Aber das, was er zu verantworten hat und was er getan hat, klar beim Namen zu nennen. Oder die Millionen von Hungertoten im Holodomor in der Ukraine, die Stalin zu verantworten hatte, wissenden Auges in den Hunger geschickt. Das Getreide hat er nach Deutschland verkauft und mit dem Verkaufserlös hat er neue Waffen gekauft. Da hängen wir auch mit drinnen, was da millionenfach an Mord passiert ist in den 30er Jahren. Es geht um die Finger zeigen auf das, was nicht in Ordnung ist, was ungerecht ist und dabei eine innere Haltung zu bewahren, die nicht den Menschen übersieht und sich nicht das letzte Urteil anmaßt. Das Böse, das geschieht, das gilt nicht nur beim Krieg. Das Böse, was geschieht, ist nicht nur das Unmittelbare, was in Gewalt angewandt wird, sondern die Vergiftung im Herzen. Dass dadurch Kultur des Herzens vergiftet wird. Das ist übrigens hier eine traurige Erfahrung, dass die Opfer von Gewalt häufig eben nicht nur die Opfer von Gewalt sind, weil ihr Leben in Gefahr ist oder weil sie verletzt oder gar getötet werden, sondern dass so sehr man momentan schaut auf die tapferen Ukrainer und auf den Präsident Zelensky, es ist immer die Gefahr zu übersehen, dass Opfer von der Gewalt bedeutet, dass sie Opfer von Gewalt sind und nicht mehr. Ich rechne fest damit, dass auf ukrainischer Seite genauso, nein, genauso nicht, aber dass auch auf ukrainischer Seite Kriegsverbrechen begangen werden. Weil der Krieg ein Verbrechen ist und er eben nicht nur durch den Aggressor geschieht, sondern durch das, was da geschieht, die Herzen vergiftet werden.
Und ihr kennt das aus dem eigenen Lebenszusammenhang. Gewalt, die in eine Klasse reinkommt, von Einzelnen getragen wird, die hat eben dann häufig auch Reaktionen bei denen, die von Gewalt betroffen sind, die dann nicht mehr vom Frieden geprägt ist und sich vielleicht sogar legitimiert fühlen durch, das war ja der andere, der mir das angetan hat. Deswegen, denke ich, ist für uns die Bergpredigt und das, was ich als Evangelium vorgelesen habe, so wichtig. Dass wir in dem, was in der großen Weltgeschichte passiert und in dem, was wir vielleicht selber leben, was uns durch die ukrainischen Gäste hier auch so nahe kommt, dass wir in dem uns fragen, was ist uns wichtig? Wofür lohnt es zu leben? Und da hat Jesus ja diese ganz merkwürdige Präferenz, dass er sagt, das, was zu leben lohnt, das, was selig macht im Leben, ist Armut und Hilflosigkeit, ist verleumdet werden, ist lauter Sachen, von denen man sagen würde, das ist das Letzte, was ich will, von dem Jesus sagt, aber wenn du das entdeckst, dass deine Bereitschaft, das hinzunehmen, um selber dein Herz nicht vergiften zu lassen, dann hast du das Wichtigste im Leben gefunden. Deswegen nimmt Jesus als frommer Jude ja auch die Gebote des Alten Testamentes aus der Bibel und versucht sie neu zu lesen und zu sagen, zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht töten. Was bedeutet das, wenn ich es vom Herzen her und nicht nur als Gesetzerfüllung habe? Und dann kommt er darauf, dass es letztlich bedeutet, dass ich suchen muss nach einer Haltung, selbst den, der mir Feind ist. Ja, das Wort heißt dann lieben. Vielleicht reicht es ja schon, mit Respekt zu begegnen. Vielleicht ist das auch, was hier an der Stelle gemeint ist. Selbst den Menschen, der mir Feind ist und der mich so respektlos behandelt, der mir vielleicht Gewalt antut, mit Respekt zu begegnen. Und zwar deswegen, weil es mir wichtig ist, dass jeder Mensch mit Respekt begegnet wird. Das ist nicht leicht und ich kann das nicht von mir aus. Weil von mir aus bin ich ein Mensch, der immer auch in Sorge lebt, komme ich dabei jetzt zu kurz. Deswegen geht das Ganze nur, wenn es mir geschenkt ist, anders kann ich gar nicht sagen, wenn es mir geschenkt ist und ich mich dafür öffne, vertrauen zu können. Vertrauen und Glaube, das ist eigentlich dasselbe Wort. Vertrauen bedeutet, dass ich meinen festen Stand an etwas habe, was mir nicht weggenommen werden kann, weil es ein Vertrauen ist in Gott. Wenn ich mit Geld vertraue, bin ich erpressbar. Wenn ich auf Macht vertraue, dann verhärte ich mein Herz. Wenn ich in Gott vertraue, diesem suchenden Vertrauen, Glauben in Gott, dann bin ich auf dem Weg zu einem Vertrauen, das mir hilft, selbst in solchen Situationen noch eine Grundhaltung zu haben, die nicht auf den eigenen Vorteil schaut. Wie das Jesus gerade gesagt hat, wenn dir jemand etwas leihen willst und du weißt genau, du bekommst es nicht zurück, gib es ihm. Das ist nicht so sehr eine Handlungsanweisung, dass du immer genau das tun musst, sondern das ist ein Versuch, wie Jesus uns versucht klarzumachen, welche Handlung macht dich frei, welche Haltung? Was kann dir innerlich helfen, dass du auf Böses nicht mit Bösen, auf Gewalt nicht mit Gewalt, auf Respektlosigkeit nicht mit Respektlosigkeit reagierst, sondern für dich schaust, was ist dir wichtig, weil du vertraust, dass Gott hinter dir steht, wo du das lebst. Das Vaterunser, das in jedem Gottesdienst von Christen gerne gebetet wird, stammt ja auch aus der Bergpredigt. Und es ist ein Gebet von Menschen, für Menschen, die in dem Vertrauen und dem Zutrauen leben sollen, dass Gott ihr Vater ist. Also jemand, der für mich da ist. Vater unser im Himmel, aber hier auf der Erde sei der Name geheiligt. Und dieses Vater unser bricht im Matthäusevangelium in der Bergpredigt relativ abrupt ab, weswegen wir noch in der Tradition dann den Nachsatz haben, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In der westlichen Kirche ist eingeschaltet in der Messe, wenn wir das Vater unser beten, ein Gebet, das wir häufiger auch weglassen, aber das genau das meint, was ich gerade gesagt habe.
Denn da heißt es, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir mit Zuversicht, mit Vertrauen das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Und dieses Gebet stammt ursprünglich aus dem Zusammenhang von Christen, die verfolgt werden. Das gibt es ja auch heute. Darf man nicht vergessen, wie viel Christenverfolgung es auch aktuell rund um den Globus gibt. Also Menschen, die christlich leben wollen und Gewalt und Verfolgung erfahren. Und deswegen ist es vielleicht auch ein ukrainisches Gebet von Menschen, die jetzt nicht, weil sie Christen sind, sondern aus nationalistischen Gründen verfolgt werden oder aus rassistischen, so, man weiß es nicht. Dann zu beten, bewahre mein Herz davor, dass es verwirrt wird. Bewahre mein Herz davor, dass es in Sünde fällt angesichts dessen, was mir geschieht. Und schenke mir, dass ich Zuversicht habe und Vertrauen über das, was kommt. Ich möchte heute beim Vaterunser diesen Einschub deswegen ganz bewusst mit euch beten. Das ist der Teil, den der Priester betet und dann antwortet die Gemeinde, dein Gott ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Und das ist genau die Haltung, die Jesus, glaube ich, in der Bergpredigt uns vorstellt, zu sagen, das ist das, woraus du so leben kannst, dass das, was dir wichtig ist, du auch in deinem Alltag, in deinem Leben und vielleicht auch in einer Situation, wie wir sie momentan im Krieg erleben, die entscheidende ist. Dass wir uns den Respekt vor dem Menschen nicht nehmen lassen angesichts der Gewalt, die gegen Menschen geübt wird. Amen.